Wir stehen in Matthäus 22 und lesen heute ab Vers 15. Darf ich bitten, dass jemand liest mal den Abschnitt 15 bis 22. Und dann gehen wir einfach Abschnitt für Abschnitt weiter. Vielleicht als Vorausbemerkung, wir stehen da immer noch am Dienstag vor Karfreitag. In Kapitel 21, ab Vers 1 bis 11, da hatten wir den Palmsonntag. Ab Vers 12 bis 19, da haben wir den Montag. Aber eben in den weiteren Versen haben wir Dienstag vor Karfreitag. Und das wird uns jetzt noch einige Zeit beschäftigen. Denn das ist nicht nur hier in Kapitel 21 und 22, sondern es geht auch weiter. Kapitel 23, 24, 25, das ist alles Dienstag. Und wenn man sich ja überlegt, die Evangelien sind Lebensberichte des Herrn Jesus. Und er lebte 33 Jahre hier auf Erden. Aber haben wir gesehen, wie viele Kapitel vom Dienstag reden? Und überhaupt, wie viele Kapitel von der letzten Woche sprechen, von der Passionswoche, nämlich von Palmsonntag über Karfreitag und dann Auferstehung am ersten Tag der Woche, das macht etwa 30% der Evangelientexte aus. Also da sehen wir, wie stark der Heilige Geist das fokussiert auf diese Tage und eben Dienstag spielt da eine ganz besondere Rolle. Der Herr Jesus wird hier angegangen von ganz verschiedenen Gruppen des Judentums. Und zwar in harte Diskussionen wird er verwickelt. Und es wird an diesem Tag völlig klar, die Führerschaft Israels lehnt den Messias ab. Und das war ein furchtbarer Tag für den Herrn Jesus. Aber es war ein Tag, wo er auf all diese Angriffe und diese Widersprüche der Sünder, wie das Hebräer 12 ausdrückt, dass er den Widerspruch der Sünder gegen sich erduldet hat, als Vorbild für uns, dass wir nicht ermatten in unseren Seelen, das hat er alles da erduldet und wie er darauf reagiert hat. Diese Antworten, das ist so wunderbar. Und wir lernen daraus enorm viel für uns, wie wir mit Menschen umgehen. Und gerade auch mit Menschen, die nicht gerade freundlich uns gegenüber sind. Aber wir haben gesehen, in Kapitel 21, Vers 23, da kommen die führenden Priester und die Ältesten des Volkes. Das waren also Mitglieder des obersten Gerichtshofes des Sanhedrins, die da den Herrn, also im Tempel war, angriffen. Ihr Hauptsitz war in der Südostecke der königlichen Säulenhalle. Aber jetzt kommen sie da auf ihn zu und stellen herausfordernde Fragen. Der Herr reagiert und wir haben gesehen in weiteren Versen, wie er reagiert. Er benutzt auch Gleichnisse, um die Wahrheit nicht so direkt zu sagen, dass seine Feinde das gar nicht mehr ertragen, sondern so auf feine Art, dass sie überlegen und dann plötzlich merken, ach, er meint uns. Und sie merken es. Aber der indirekte Weg ist oft ein Weg, wie man Herzen erreichen kann. Und das zeigt, der Herr will die Herzen erreichen. Und dann in Kapitel 22, das hatten wir letztes Mal angeschaut, im Zusammenhang mit diesem Gleichnis von dem König, der seinem Sohn Hochzeit bereitet, da haben wir gesehen in Vers 12, wie da der König sich mit einer Person, die sich da eingeschlichen hat, auseinandersetzen muss. Und er spricht zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid anhast? Er aber verstummte. Es geht auch hier um einen Feind, der mit diesem Mensch hier symbolisiert wird. Aber wie wird er angesprochen? Freund. Und das war die Haltung des Herrn Jesus gegenüber seinen Feinden. Er sagt, Freund. Und wir werden noch sehen, ein paar Kapitel später, als dann Judas mit der ganzen Schar von
Soldaten, Tempelpolizisten, Mitglieder des Sanhedrins und weiteren Leuten kommt, um ihn zu verraten. Wie empfängt der Herr ihn? Freund, wozu bist du gekommen? Das ist gewaltig. Und es ist genau so, wie wir das lesen in Lukas 7, wo der Herr verschmäht wurde, indem gesagt wurde, er ist ein Freund der Zöllner und Sünder. Ja, das ist der Herr. Und darum hat er versucht, in diesen Antworten, die ganz nach der Wahrheit waren, aber eben so ausgedrückt, dass er als Freund der Sünder ihr Herzen noch erreichen könnte. Und jetzt schauen wir, wie das weitergeht. Ab Vers 15 kommt eben wieder eine Gruppe. Vers 16, verbunden mit einer weiteren Gruppe gegen den Herrn. Darf ich bitten, vorzulesen? Dann gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie ihn in seiner Rede in eine Falle locken könnten. Und sie senden ihre Jünger mit den Herodianern zu ihm und sagen, Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und dich um niemand kümmerst, denn du siehst nicht auf die Person der Menschen. Sage uns nun, was meinst du? Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben oder nicht? Da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sprach er, was versucht ihr mich, ihr Heuchler? Zeigt mir die Steuermünze. Sie aber reichten ihm einen Denar, und er spricht zu ihnen, wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie sagen zu ihm, des Kaisers. Da spricht er zu ihnen, gebt denn dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und als sie das hörten, verwunderten sie sich und ließen ihn und gingen weg. Danke, bis dahin. Also, wir sehen, welche Gruppen kommen da gegen ihn? Die Pharisäer, das war eine religiöse Gruppierung in Israel mit etwa 6000 Mitgliedern und dann natürlich Sympathisanten. Die vertraten die Ansicht, dass man das Gesetz ganz genau einhalten muss. Es war nämlich ursprünglich eine Erweckungsbewegung. Im zweiten Jahrhundert vor Christus, wo man gesehen hat, wenn wir uns vom Wort Gottes wegbewegen, dann bringt das über uns eine Katastrophe. Wie das damals war mit der babylonischen Gefangenschaft. Die Juden wurden weggeführt, weil sie das Wort Gottes verworfen haben, sich dem Götzendienst hingegeben hatten. Und da haben die Pharisäer gesagt, wir müssen ganz treu bei dem Wort Gottes bleiben. Und sie sind dann so weit gegangen, dass sie gesagt haben, man muss um die Gebote herum einen Zaun errichten. Das heißt einen Schutzzaun. Man sollte die Gebote strenger auslegen, als wie es da steht. Und dieses Überziehen, das sei eben ein Schutz, dass, wenn man da quasi die Schutzzone schon nicht übertritt, dann erst recht nicht das eigentliche Gebot. Und das haben sie bis auf die Spitze getrieben. Und damit wurden sie zu einer ehemaligen Erweckungsbewegung, die völlig verkommen war zur Zeit des Herrn. In äußerlicher Befolgung eben nicht nur von biblischen Geboten, sondern von Menschengeboten, die eigentlich das Wort Gottes überwuchert hatten. Man kann sagen, das war eine Bewegung Bibel plus. Die Bibel plus menschliche Gebote dazu. Aber jetzt sind sie da verbunden mit einer anderen Partei, nämlich ja, die Herodianer. Das war eine jüdische Partei, die politisch war. Und zwar standen die hinter der Herodes-Dynastie. Es war ja so, um die Geburt Jesu, wer war Herrscher über Judäa, über das Land Israel? Herodes der Große. Und der hatte ja seinen Palast in Jerusalem, gerade da, wo heute das Jaffa-Tor ist. Der Hippikus-Turm ist noch zum großen Teil dort erhalten. Da war das Wahrzeichen dieses Palastes,
Dort war er zu Hause. Und er war von seiner Abstammung her ein Edomiter. Also ein Nachkomme von Esau. Und Gott hat ja gesagt, in Bezug auf Jakob und Esau, der Ältere soll dem Jüngeren dienen. Und da wurden die Dinge auf den Kopf gedreht. Jakob musste Esau dienen. Und zwar hat Gott sein Volk damals fallen lassen, weil es eben in einem so tiefen, schrecklichen geistlichen Zustand war. Und davon waren die Pharisäer ein Ausdruck und werden gleich noch sehen, die Sadduzäer und so weiter und so fort. Und so wurde alles umgedreht. Ein Edomiter herrschte über das Volk Israel. Und als er dann starb, wurde sein Sohn, also einer seiner Söhne, Nachfolger, wie das in Matthäus 2 beschrieben wird. Und dann haben die Römer schließlich im Jahr 6 gesagt, und jetzt ist Schluss. Die haben die Leute aus der Familie Herodes aus dem Palast rausgeschickt. Die konnten dann umziehen in den Palast, der ursprünglich der Makkabäer-Palast war. Das ist heute da im jüdischen Quartier, wo die Churva-Synagoge ist. Dort findet man noch wenige Überreste. Dort konnten sie noch quasi ihre königliche Abkunft feiern. Aber der eigentliche Palast wurde umfunktioniert in das Prätorium. Und das heißt, die Römer setzten ab dem Jahr 6 nach Christus Landpfleger ein. Und dann Jahre später war eben Pontius Pilatus einer dieser Landpfleger. Und die Nachkommen von Herodes, es waren sehr viele, die mussten das Gebiet ihres Vaters, das, was ihnen noch blieb, Judäa wurden ihnen weggenommen, das mussten sie so untereinander aufteilen. Aber eben diese Familie hatte weiterhin eine sehr große Macht und Bedeutung. Und es gab Juden, die standen hinter dieser Herodes-Familie. Und das eben darum, weil es da Vermischung gab. Zum Beispiel hatte Herodes der Große, der Kindermörder von Bethlehem, der hatte 10 Frauen. Aber unter anderem hatte er Marianne geheiratet. Das ist das Gleiche wie Miriam. Und so heißt meine Frau. Und die war aus makkabäischem Geschlecht. Das heißt also eine ganz vornehmen, bedeutungsvollen jüdischen Familie. Und dann war natürlich klar, Nachkommen aus dieser Ehe, die wurden als Juden gerechnet. Und da war nicht mehr das Problem, Esau herrscht über Jakob. Jetzt war das auch noch jüdisch untermauert. Und darum hatten eben die Herodianer so Argumente, um zu sagen, wir stehen zu dieser Familie, das ist nicht einfach irgendeine Familie, sondern da haben wir eine ganz bedeutende Leute der jüdischen Oberschicht, vermischt, aber aus der jüdischen Oberschicht drin. Und die standen hinter dieser Dynastie. Und da muss man sich natürlich im Klaren sein, die Herodianer waren ganz eng mit der Besatzungsmacht Rom verbunden. Ja, die kamen ja nur durch die Macht, dadurch, dass im Jahr 37 vor Christus der Senat in Rom Herodes ernannt hatte zum König der Juden. Und so wurde er König, ernannt vom römischen Senat. Und das war natürlich ein ganz großer Gegensatz dazu, als dann Weise aus dem Morgenland kamen, aus Persien, Matthäus 2, und da im Palast von Herodes auf Besuch kamen, Audienz hatten und fragten, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Wie bitte? Einer ist als König der Juden geboren. Konnte Herodes der Große sagen, ernannt vom römischen Senat zum König der Juden. Ein Titel, den man im Alten Testament sonst nicht findet. Der König der Juden, der geboren worden ist. Und das war natürlich eine totale Herausforderung. Und
Darum hat Herodes so massiv dann mit dem Kindermord reagiert. Ja, und eben diese Familie war eine sehr spezielle Familie. Als dann diese Vermischung auch kam, übrigens die Mariamne, die hat Herodes dann auch umgelegt, weil er dachte, sie könnte doch für seine Macht gefährlich werden. Der hat auch vor seinen Söhnen nicht zurückgeschreckt, wenn einer ihm gefährlich erschien, hat er ihn umgebracht. Und so sehen wir, diese Herodes-Familie war ganz eng mit Rom verbunden, mit der Besatzungsmacht. Die Pharisäer, die waren ganz dagegen. Die sagten, wir müssen uns an die Bibel halten und die Bibel strenger auslegen, als sie gemeint ist. Und natürlich können wir nicht akzeptieren, dass ein fremdes Volk über das auserwählte Volk regiert. Also die waren ganz total gegen diese Fremdherrschaft der Römer. Und jetzt ist es umso erstaunlicher. Die tun sich da zusammen. Ja, so ganz nach dem Sprichwort. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja, und so haben die sich zusammengetan und wir sehen, Matthäus erklärt, das war nicht eine ehrliche Frage, sondern sie hatten sich vorher beraten, also strategisch sich vorgenommen, wie gehen wir jetzt vor? Das Ziel ist ja schließlich, dass dieser Mann aus Nazareth, der von vielen für den Messias gehalten wird, dass der getötet wird. Denn sie wollten nicht akzeptieren, dass er der Messias ist. Und darum hielten sie Rat, wie sie ihn in seiner Rede in eine Falle locken könnten. Aber damit haben sie das Alte Testament erfüllt. Es gibt ja gerade in den Psalmen so viele Abschnitte, die messianische Prophezeiungen sind. Schlagen wir mal auf, Psalm 31. Dieser Psalm weist prophetisch auf den Messias Jesus hin. Das kann man schon sehr schön sehen in Vers 6. Liest jemand bitte vor. In deine Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du Gott der Wahrheit. In deine Hand befehle ich meinen Geist. Das ist eines der sieben Worte des Erlösers am Kreuz. Und nun, in diesem Psalm wird weiter darauf hingewiesen, nämlich im Vers davor. Da hören wir also den Herrn Jesus beten. Liest du Vers 5 dazu, bitte, Pascal? Zieh mich aus dem Netz, das sie mir heimlich gelegt haben, denn du bist meine Stärke. Sie haben ihm heimlich ein Netz gelegt. Sie hielten Rat, wie sie ihn in der Rede fangen könnten. Und dann ein weiterer messianischer Psalm, 35. Da wird ja unter anderem der Prozess vom Freitag vorausgesagt. Kannst du dort mal den Vers elf lesen? Ungerechte Zeugen treten auf. Was ich nicht weiß, fragen sie mich. Und Vers 12. Sie vergelten mir Böses für Gutes. Verwaist ist meine Seele. Ja, wir wissen aus Matthäus 27 zum Beispiel, dass man extra falsche Zeugen einsetzte bei dem Prozess am Karfreitag. Und der Herr sagt, was ich nicht weiß, fragen Sie mich. Und wir lesen im Matthäus-Evangelium, wie man dem Herrn, das Gesicht verhüllt hat und ihm ins Gesicht geschlagen hat. Dann haben sie gesagt, Weissage, wer war es, der dich schlug? Der Herr Jesus wurde ein wirklicher Mensch. Er, der Allwissende, Gott, wurde ein wirklicher Mensch, der sich bewusst in die Beschränkung gab, sodass er bewusst Dinge nicht wusste als Mensch, die er als Gott wusste. Darum zum Beispiel in Markus 13, da sagt er, den Tag, wenn er der Sohn des Menschen kommen wird, weiß nur der Vater, auch nicht der Sohn des Menschen. Als Mensch hat er sich bewusst in diese
in diese Beschränkung begeben. Und wenn es nötig war, dann ist er aus dieser Beschränkung herausgekommen und wusste ganz genau, was die Leute über ihn denken. Ja? Das ist das Wunder, seine Gottheit und Menschheit in einem. Aber eben sein Gesicht wurde verhüllt. Und dann sagt der Herr, was ich nicht weiß, fragen Sie mich. Und sie wollten quasi testen. Ja, wenn er der Messias ist, dann müsste er ja alles wissen. Und dann, sie vergelten mir Böses für Gutes. All das, was der Herr an Gutem erwiesen hat in seinem wunderbaren Leben. Und nun, es geht ja nicht um diesen Vers, sondern jetzt um Vers 7. Denn ohne Ursache haben sie mir ihr Netz heimlich gelegt. Ohne Ursache meiner Seele eine Grube gegraben. Ja. Es gab keinen Grund, aber sie haben ihm ein Netz gelegt. Es gab keinen Grund. Sie haben seiner Seele eine Grube gegraben, in der Hoffnung, er würde hineinfallen. Und dann haben wir im Psalm 38 wieder einen messianischen Psalm, wo der Herr Jesus beschrieben wird als Sündenträger, der fremde Schuld am Kreuz trägt und von Gott geschlagen wird. Und er wird da beschrieben, als hätte er die Krankheit unserer Sünde, die Sündenkrankheit, auf sich genommen, und er nennt unsere Schuld, mit der er sich eins macht, macht er zu seiner eigenen Schuld. Und in diesem Psalm kannst du lesen, Vers 11 und folgende. Mein Herz pocht, verlassen hat mich meine Kraft und das Licht meiner Augen. Auch das ist nicht bei mir. Meine Lieben und meine Genossen stehen fernab von meiner Plage und meine Verwandten stehen von fern. Ja, das hat sich ja erfüllt am Kreuz, als seine Verwandten, seine Freunde so weit abseits standen. Aber dann sagt der Herr im nächsten Vers noch etwas über seine Feinde. Und die nach meinem Leben trachten, legen mir Schlingen. Und die mein Unglück suchen, reden von Schaden tun und sinnen auf Trug den ganzen Tag. Ja, das ist genau das, was wir jetzt da sehen in Matthäus 22, was hier beschrieben ist. Diese Schlingen, sein Unglück suchen und sie reden, wie können sie ihm schaden, sinnen darüber nach. Und dann noch der nächste Vers. Ich aber, wie ein Tauber, höre nicht und bin wie ein Stummer, der seinen Mund nicht öffnet. Und Vers 15. Und ich bin wie ein Mann, der nicht hört, in dessen Mund kein Gegenrede ist. Ja. Und das war dann auch so in diesem nächtlichen Prozess vom Donnerstag auf Freitag in unserer Zeitrechnung, ja. Als er in den Privathäusern war von dem hohen Priester Annas, dann Kaiaphas, und erst am Morgen, als die Sonne aufging, vor dem Sanhedrin im Tempel, da hat der Herr auf die Argumente nicht mehr reagiert. Er war wie ein Tauber, wie ein Stummer, macht seinen Mund nicht auf. Also er war wie ein Mann, in dessen Mund keine Gegenrede sind. Aber jetzt, an diesem Dienstag, ist das noch ganz anders. Auf alle Argumente geht er ein, sogar wenn sie hinterhältig sind. Das ist für mich auch etwas Wichtiges. Manchmal bekommt man einen Rat, wenn man merkt, jemand fragt hinterhältig. Muss man gar nicht antworten. Aber das kann man nicht so grundsätzlich sagen. Wir sehen, dass der Herr sogar auf hinterhältige Argumente eingetreten ist. Am Dienstag. Aber nicht mehr am Freitag. Dort war es vorbei. Also da ist noch wirklich Gnadenzeit, wo der Herr diesen Feinden gegenübertritt und sie betrachtet als Leute, die er ansprechen möchte mit Freund. Und darum spricht er noch. Am Karfreitag spricht er nicht. Und das ist auch wichtig für uns. Es gibt manchmal Leute, die sagen, wenn man öffentlich und ganz massiv und verleumderisch angegriffen wird, einfach nicht reagieren, nichts sagen.
Das kann man nicht grundsätzlich so sagen. Das kommt darauf an. Es gibt wirklich Situationen, wo man ja nichts sagen. Es gibt Situationen, wo man etwas sagen muss. Und wo man sogar mehr Schaden anrichten würde, wenn man nicht sich dazu äußert. Aber jetzt muss man wissen, wann muss man das machen und wann das. Aber das ist ja immer so im Leben. Nicht wahr? Einmal hat Abraham auf seine Frau Sarah gehört, in 1. Mose 16, und das war falsch. Und da hat er sich Hagar genommen als Zweitfrau. Das war vollkommen falsch. Aber später sagt Gott, höre auf die Stimme deiner Frau Sarah. Dann musst du hören. Und als Ehemann muss man wissen, wann muss ich auf die Ehefrau hören und wann nicht. Und das ist so schwierig. Ja, aber eben, aber auch in solchen Situationen ist es so schwierig, wann muss ich jetzt etwas sagen, wann muss ich schweigen. Aber das lernen wir alles vom Herrn. Und wir werden noch mehr Gründe sehen, warum da hat er gesprochen, dort hat er nicht mehr gesprochen. Wir lernen von ihm. Und in diesem Sinn wollen wir das auch miteinander studieren. Nicht nur deswegen. Wir haben noch viele weitere Gründe, wie wir sehen werden. Aber das hilft uns ganz konkret. Nun, wir sehen also, diese Feinde tun sich so zusammen, hinterhältig. Und wie sprechen sie den Herrn an? Wie? Rabbi. In meiner Bibel steht Lehrer. Aber Rabbi ist natürlich das hebräische Wort, das sie verwendet haben, um zu sagen Lehrer. Oder es ist möglich, dass sie gesagt haben Rabbi. Es gibt auch noch andere Ausdrücke, aber es bedeutet eben ein rabbinischer Lehrer. Das ist gemeint. Also einer, der wirklich die Bibel kompetent auslegen kann. So sprechen sie ihn an, also mit einem Würdetitel. Aber in Wirklichkeit wollen sie ihn in die Grube werfen. Und dann haben sie vier weitere Lobreden. Tragen wir zusammen. Erstens. Er lehrt den Weg der Wahrheit Gottes. Wie? Er? Den Weg Gottes in Wahrheit lehrt er. Ja, das ist, würde ich sagen, schon Punkt 2. Ja, du bist wahrhaftig. Was heißt das? Ehrlich, gerecht. Er sagt genau das, was richtig ist. Er legt auch die Bibel richtig aus. Ja, das ist das erste Lob, wahrhaftig. Und dann, zweiter Punkt wurde schon genannt. Also er selber ist wahrhaftig, ja, in seinem Wesen. Und dann, jetzt bitte nochmals. Und du lehrst den Weg Gottes in Wahrheit. Ja, also er lehrt die Zusammenhänge der Bibel, das Handeln Gottes in der Heilsgeschichte, das lehrt er auf richtige Art und Weise. Drittes Lob. Du nimmst keine Rücksicht. Das würde heißen rücksichtslos. Hat jemand noch eine andere Übersetzung? Ja, ja, ja. Was sagst du? Kein Ansehen der Person. Das ist aber schon das Lob 4. Alte Elberfelder und dich um niemanden kümmerst. Ja. Und zwar erklärt dann die CSV Hückeswagen, sehr gut in der Fußnote, denn und dich um niemand kümmerst, Fußnote, das heißt, dich nicht um die Meinung der Leute kümmerst. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Es gibt so viele Verkündiger des Wortes Gottes, die fragen sich, was wollen die Leute hören? Und was wollen sie nicht hören? Und das beeinflusst, dass sie über gewisse Themen nicht sprechen. Und dass sie Dinge so weitergeben, damit es den Leuten passt. In 2. Timotheus 4 wird gesagt, in der Endzeit wird das ein besonderes Problem sein. Also in unserer Zeit. Die Endzeit ist die Zeit, wenn das Volk Israel aus aller Welt heimkehrt ins Land der Väter und den Staat wieder gründet. Also wir sind in der Endzeit. Und wie lehren dann viele? Wie? Die ihnen den Zuhörern in den Ohren. Ja. 2. Timotheus 4, können wir es aufschlagen? Die reden so, dass es
ein richtiges Jucken gibt in den Ohren. 2. Timotheus 4, Vers 3. Denn es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt, und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren, sich aber zu den Fabeln hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem, leide Trübsal, tue das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Danke. Also Fabeln, da steht das Wort Mythen. Das sind also religiöse Fantastereien. Ganz im Stil zum Beispiel von Narnia. Aber, und Herr der Ringe. Aber, eben hier sagt der Apostel, die werden leer sich aufhäufen, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Und der Herr Jesus hat sich nicht um die Meinung der Leute gekümmert. Nicht wahr? Wenn man Kinder aufzieht, dann erlebt man, dass Kinder von gläubigen Eltern manchmal sehr in Bedrängnis kommen, gerade in der Schule. Und die sind so in einem Spannungsfeld zwischen Elternhaus und Schule und Umfeld. Und dann kann es sein, dass sie manchmal wirklich, sie fragen ja, soll ich mich nach dem Lebensstil meiner Eltern richten oder nach dem meiner Kollegen? Und die sind dann sehr befangen. Aber wir hatten besonders eine Tochter, der war das so etwas von egal, was die anderen dachten. Also wirklich ein Geschenk, aber in der gleichen Familie. Einer so befangen und dann einer so egal. Hat sich überhaupt nicht gekümmert, wo das, was sie überzeugt hat, das hat sie vertreten und ist hingestanden. Und es ging ja auch gut. Also bei der haben wir nicht gesehen, dass die sehr gelitten hat. Andere, die Mühe hatten in diesem Spannungsfeld, die haben dann auch gelitten. Das ist schon so. Aber dieses Kind hatte einfach keine Mühe. War egal. Aber das ist eigentlich genau das, was der Herr gemacht hat. Er hat nicht darauf Rücksicht genommen, dass die das so sehen, die das so sehen. Er hat einfach die Wahrheit verkündet. Und das hängt dann zusammen mit dem 4. Lob. Wurde auch schon genannt. Was ist das 4. Lob? Da sind die Personen des Menschen nicht da. Ja, also, das ist ja das Problem für uns Menschen, dass man sehr stark in der Gefahr steht, wenn das einer ist, der irgendeine sozial hohe Stellung hat, dann verhält man sich so. Und jemand, der quasi sich als Nobody fühlt, den behandelt man anders. Und das Gesetz Mose, zum Beispiel 5. Mose 1 und viele andere Stellen, warnt davor, dass man die Person nicht ansehen darf. Also dass man eben die Gerechtigkeit beugt, wenn es jemand ist, der angesehen ist, dann gilt plötzlich das und das nicht mehr. Und wenn jemand eben so keine besondere Stellung hat, dann gilt es plötzlich so und so. Ja? Und da wird gewarnt davor. Und bei dem Herrn Jesus war das so perfekt. Er hat nicht darauf geschaut. Und ich weiß noch, so ein praktisches Beispiel, da kam am Sonntagmorgen jemand in die Gemeinde, ganz neu, und wollte auch gleich am Abendmahl teilnehmen. Aber ich meine, wir haben ja als Gemeinde den Auftrag zu prüfen. Und wenn jemand unbekannt ist, dann möchten wir zuerst ein Gespräch haben und wissen, wie hat die Bekehrung ausgesehen und wie steht diese Person im Glauben, auch nicht nur am Sonntag, sondern auch am Montag bis Samstag. Und auch, welche Lehrüberzeugungen sind da. Und nun, das war jemand,
ja, aus einer Verwandtschaft kannte ich jemanden. Und der war wirklich top oben in der Schweizer Armee. Jetzt kommt der, möchte gerne am Abend mal teilnehmen. Und jetzt? Da darf man natürlich nicht unbedingt sagen, ja, wir möchten zuerst ein Gespräch haben. Und ich glaube, wenn irgendjemand kommt, niemand kennt den, und dann, ja, wir machen das als Grundsatz. Da kommt es drauf an. Und ich musste ihm sagen, nein, er kann nicht einfach am Abendmahl teilnehmen. Das hat er nicht so gut aufgenommen. Schließlich ist er ja wirklich eine Top-Persönlichkeit in der Schweiz. Aber es ist ein so wichtiger Grundsatz. Und vielleicht dazu noch eine Stelle, die das auch neutestamentlich so richtig unterstreicht. 1. Timotheus 5. Da geht es im Zusammenhang um Älteste. Aber der Grundsatz gilt eben ganz allgemein. 1. Timotheus 5. Vers 19. Es gibt eben auch, kann auch mit Ältesten Probleme geben. Und da heißt es in 5, Vers 19. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei 2 oder 3 Zeugen. Die Sündigen überführe vor allen, damit auch die übrigen Furcht haben. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil beachtest, indem du nichts nach Gunst tust. Oh. Also erstens mal werden Älteste geschützt. Es geht nicht, dass irgendeiner einfach so Behauptungen auf den Tisch stellt. Und wenn etwas da ist, dann muss es belegt werden mit Zeugen. Das ist ein Schutz. Aber dann gilt eben, was nicht für alle Gläubige gilt, die Sündigen, und zwar alturativ, fortdauernd Sündigen, überführe vor allen. Also genauso wie Paulus Petrus überführt hatte öffentlich in Galater 2. Aber dann sagt der Apostel, ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln. Merken wir das. Jetzt wird Timotheus in die Gegenwart Gottes gestellt. Des Vaters und des Messias Jesus. Christus Jesus, der Titel zuerst. Messias Jesus heißt das. Und den auserwählten Engeln. Das sind die Engel, die die Gemeinde beobachten und ein Interesse haben. Wie sieht das bei den Erlösten aus? Wir hatten ein Problem mit Autorität und so kam es zum Sündenfall in der Engelwelt. Wie sieht das aus mit den Erlösten der Gemeinde vor den auserwählten Engeln? Dass du diese Dinge ohne Vorurteil beobachtest, indem du nicht nach Gunst tust. Also nicht bei denen, wo man verwandt ist, ist man weniger streng. Ja? Bei denen, die nicht verwandt sind, kein Problem. Wobei, es gibt auch das andere. Es kann sein, wenn man verwandt ist, dass man da einen strengen Maßstab anlegt. Es gibt beides. Aber so ernstlich wie das hier gesagt, indem du diese Dinge ohne Vorurteil beobachtest, indem du nichts nach Gunst tust. Und Hiobs jüngster Freund Elihu war sich sehr, sehr bewusst, wie wichtig das ist. Diese absolute Gerechtigkeit, die sich nicht bestechen lässt, eben durch Freundschaft, Beziehung, durch Verwandtschaft oder eine versteckte Feindschaft im Herzen, die bewirkt dann auch einiges. Dass man plötzlich da einen ganz anderen Maßstab ansetzt, viel strenger. Denn das ist gerade die Gelegenheit, mal endlich eins auszuwischen. Aber schauen wir mal in Hiob 32, Vers 21, 22. Er war ja quasi zwischen die drei Freunde Hiobs und Hiob gestellt. Die drei Freunde sind zu Feinden geworden von Hiob. Und Hiob hat sich gewehrt. Und da sagt er, liest du, Pascal, 32, 21. Dass ich nur ja für niemand Partei nehme und keinem Menschen werde ich schmeicheln, denn ich weiß nicht zu schmeicheln. Sehr bald würde mein Schöpfer mich wegnehmen. Ha. Also er sagt ganz klar, ich bin mir bewusst, dass Gott dann das Recht hat einzugreifen, wenn ich da parteiisch bin und dass er mein Leben verkürzt. Das sagt er hier. Sehr bald
würde mein Schöpfer mich wegnehmen. Und das ist aus seiner Gottesfurcht heraus geschehen. Eben dieser Schöpfer und seine Heiligkeit stand ihm vor Augen. Nun, der Herr Jesus wird also gelobt, aber es ist alles verlogen. Und trotzdem, jede Aussage ist 100% richtig. Ja, das sehen wir im Leben des Herrn Jesus. Genau so war er, wahrhaftig. Er lehrte den Weg Gottes in Wahrheit. Er kümmerte sich nicht um die gegnerischen Meinungen. Das hat ihn nicht beeinflusst, in dem, was er sagte oder nicht sagte. Und er war absolut gerecht, ohne da parteiisch zu sein und da eben nicht. Übrigens, ich mache das, so ein praktischer Tipp, beim Bibellesen so, ich arbeite ja sehr stark mit Stiften und verschiedene Kugelschreiber und Farbstifte und so und versuche, das Textbild der Bibel so plastisch zu machen. Ich habe eine Art fotografisches Gedächtnis und dann prägt sich mir die ganze Seite der Bibel als Bild ein. Und darum hasse ich natürlich meine Handybibel. Das ist nur Notfall. Handybibel, da haben wir so einen kleinen Ausschnitt. Nein, ich möchte den Zusammenhang sehen. Ja? Und darum, also es gibt nichts Besseres als eine Hardware-Bibel, die man berühren kann, wo man blättern kann und wo man so schön malen kann. Kann man auf dem Computer auch, aber es ist nicht dasselbe. Und dann, der langen Rede, kurzer Sinn. Dann strukturiere ich den Text und zwar will ich ja nicht zu viel anstreichen. Diese vier Punkte, Lehrer, diesen Namen Gottes, wie alle Namen Gottes, streiche ich an. Jetzt in meinem Fall orange, übermale ich das. Da sieht man sofort die Namen Gottes, sieht man auch Vers 24a, eine andere Gruppe kommt auch und sie sprachen Lehrer. Mose hat gesagt. Und dann streiche ich an, wir wissen, dass du wahrhaftig bist. Nur das W streiche ich ein, an, rot. Und dann, und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst. Nur das W streiche ich an. Und dich um niemand kümmerst. Nur das N. Denn du siehst nicht auf die Person, nur das P der Menschen. Und so sehe ich sofort, tak, 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 vier Punkte. Und wenn ich dann da frage, was sind die vier Punkte, die, und dann sagt einer, Punkt 2, sage ich, nein, das ist nicht Punkt 1. So geht das. Das hilft wirklich. Und auch im Gehirn wird der Text strukturiert und man prägt sich das auch so ein. Ja, das sind einfach so praktische Tipps und Hinweise. Und jetzt kommt die Frage. Sag uns nun, Vers 17, was meinst du, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu geben oder nicht? Das war so ausgeklügelt. Nicht wahr? Die Herodianer waren der Meinung, natürlich müssen alle Juden dem Kaiser Steuer bezahlen, denn schließlich die Besatzungsmacht, die hat ja auch der Herodesfamilie die Macht gegeben. Und die Pharisäer, die sagten, das geht gar nicht, dass eine fremde Macht über das Volk Gottes regiert. Und damit lagen sie allerdings falsch, denn ab der babylonischen Gefangenschaft, Daniel 2, das erklärt Daniel von Nebukadnezar, hat der Gott des Himmels die Macht, die Weltherrschaft von dem Haus Davids weggenommen und den Heidenvölkern gegeben. Zuerst Babylon, dann Medo-Persien, dann Griechenland, dann Rom. Die Offenbarung sagt, in drei Phasen bis in die Endzeit. Und das heißt also, Gott hat den Heidenmächten die Autorität gegeben, auch über Israel zu verfügen. Das war ein Gericht Gottes. Und das haben die Pharisäer aber nicht angenommen. Das heißt, sie haben den Weg Gottes nicht klar gelehrt. Und gesagt, jawohl, das war ein Gericht Gottes ab der babylonischen Gefangenschaft, dass wir unter Fremdherrschaft kamen. Und es wird sich alles ändern, wenn dann der Messias kommt. Nein, die haben kein Recht, über uns zu regieren. Jetzt tun sich die beiden zusammen. Und das auf dem Tempelplatz. Und jetzt müssen wir den Tempelplatz so von oben herab anschauen. In der Südostecke war der Sitz
Ja, Sanhedrin. Des Sanhedrins, des obersten Gerichtshofs von Israel. Und stark von den Pharisäern beherrscht. Es gab auch Sadduzäer, aber die Mehrzahl Pharisäer. Und dann in der Nordwestecke, was war dort? Ja, ich habe es gar nicht gehört. Ja, die römische Burg Antonia, wo die Besatzungsmacht für Jerusalem untergebracht war. 600 römische Legionäre unter der Leitung des Chiliarchen, also des Oberbefehlshabers, ein Offizier, der eigentlich über 1000 Autorität hat. Ja, also wenn wir die Diagonale über den Tempelplatz ziehen, haben wir dieses Spannungsfeld. Jüdische Herrschaft, römische Herrschaft. Und jetzt da auf dem Tempelplatz kommen die Herodianer und die Pharisäer. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu geben? Und der Herr schweigt nicht, wie er am Freitag dann schweigen wird. Aber er sagt, und zwar erkennt er ihre Bosheit. Er weiß also genau, was die Motivation ist. Und trotzdem antwortet er. Vers 18 sagt, da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sprach er, was versucht ihr mich, ihr Heuchler? Das ist eine Gegenfrage. Ja, ich habe mal in einer hebräischen Grammatik gelernt, es sei unanständig, wenn man Gegenfragen stellt, weil das eine jüdische Untugend ist. Ja, immer Gegenfragen gestellt werden und das ist eben sehr oft unhöflich. Man hat einmal einen Juden gefragt, warum stellt ihr immer Gegenfragen? Und hat er gesagt, warum nicht? Aber eben, manchmal, und das haben wir wiederholt schon gesehen, jetzt im Matthäus-Evangelium, dass der Herr eine Gegenfrage stellt. Und das ist da nötig. Nämlich, er will ihre Gewissen treffen. Die wussten genau, dass es alles verlogen war. Und er bringt es ans Licht, er weiß es, er durchschaut es. Was versucht ihr mich, ihr Heuchler? Und dann kommt dieser Befehl, zeigt mir die Steuermünze. Der Denar wird gezeigt. Er stellt ihnen nochmals eine Frage. Er sagt nicht einfach, seht ihr da, der Kaiser. Wer ist da drauf? Sie geben Antwort. Der Kaiser. Warum stellt er die Frage? Weil sie müssen selber denken. Es ist ganz wichtig, dass man die Leute immer wieder zum selber denken in der Diskussion hinführt, es braucht ein bisschen mehr Zeit, aber dann geht es noch tiefer, der Kaiser. Und dann kommt dieser Satz, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Das Ganze ist zerschlagen. Die hätten nie damit gerechnet, die haben gedacht, das ist wirklich der Hammer. Wenn er nämlich sagt, nein, keine Steuern geben, was wäre passiert? Man hätte ihn zu Recht als Gesetzesübertreter quasi erwischt in flagranti. Also dann hätte man ihn eben als Aufrührer gegen die Staatsmacht Rom verschreien können und da wären die Pharisäer, für die wäre das an sich im Grundsatz nach nicht recht gewesen, denn die finden, die Römer haben gar nichts zu sagen. Diese Regierung hat uns gar nichts zu sagen. Das Volk Gottes ist das Volk Gottes. Aber die Herodianer, die sagten, ja, da haben wir es. Und das müssen wir Rom melden. Das ist ein Aufrührer, einer, der Widerstand gegen die Regierung lehrt. Aber hätte er gesagt, ja, gebt dem Kaiser die Steuer. Dann wären die Pharisäer aufgestanden. Er hat gesagt, seht ihr, das ist ein Verräter des Volkes Gottes. Und sie waren sich so sicher, mit dieser Fangfrage haben wir ihn. Das Ziel ist erreicht. Also er kann so oder so antworten. Und wenn er schweigt, dann hat er sich auch verraten. Hätten sie gedacht. Und der Herr sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und das ist der Grundsatz, der dann auch so wichtig werden sollte für 2000 Jahre Kirchengeschichte. Die Gemeinde als ein Volk, das das Bürgertum im Himmel hat, Philipper 3, Vers 20,
das einen Auftrag hat, in dieser Welt als Fremdling sich zu sehen. Fremdling und Beisassen, wie das 1. Petrus 2 so schön ausführt. Und den Auftrag aber hat nach Römer 13, Titus 3, 1. Petrus 2, Vers 11, der Obrigkeit, unter der sie steht, Gehorsam zu leisten. Wie kommt man da zurecht? Eben, indem man sieht, was gehört dem Kaiser, dem Staat und was gehört Gott. Und das ist die Lösung. In all diesen Fragen. Und wir waren ja sehr stark konfrontiert in den letzten zwei Jahren, wo Christen plötzlich Römer 13 anders ausgelegt haben. Unglaublich. Vorher war es klar, das bedeutet das. Und plötzlich sagt einer, das bedeutet gar nicht das. Boah. Aber der Grundsatz ist da gegeben. Der Kaiser, was des Kaisers ist. Und Gott, was Gottes ist. Und sie wundern sich über die Weisheit. Aber dann lassen sie gehen weg. Aber es ist nicht fertig an diesem Dienstag. Da gibt es übrigens noch eine Parallele. In der Geschichte mit in Johannes 8, wo der Herr Jesus von den Pharisäern versucht wurde, indem man ihm eine Ehebrecherin brachte. Und sie wollten ihn erwischen bei einem Fehlurteil. Ja, also Johannes 8 ist auch ganz auf der Linie der Angriffsstrategie wie hier mit dieser Ehebrecherin. Ja? Er schreibt ja in den Sand. Er schreibt dann auf die Erde. Ja, genau. Genau, und das war ja im Zusammenhang mit Jeremia 17. Genau. Aber eben auch dort hat der Herr eine wunderbare Antwort, wieder ein bisschen anders als da, gegeben. Und daraus lernen wir von der Weisheit des Herrn Jesus, wie geht er um? Und er hat nicht ein Schema gehabt. Eben, in jedem Fall, wenn einer so fragt, dann muss man so antworten. Nein, so, 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 immer angemessen. Und das zeigt uns, wie sollen wir wissen, wann wir so reagieren müssen, so antworten oder so antworten müssen. Das zeigt uns, wir brauchen eine persönliche, tägliche Verbindung mit dem Herrn. Und ein Lesen des Wortes regelmäßig. Und dann formt uns der Herr und führt uns auch durch seinen Geist, wie das Römer 8 sagt, die durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Durativ, gewohnheitsmäßig geleitet werden. So möchte der Herr uns leiten und eben Weisheit im Moment geben. Ja, es ist 4 Uhr, machen wir 20 Minuten Pause und dann fahren wir weiter.